Was diese amerikanische Regierung unter Menschenrechten versteht, haben wir doch jetzt alle begriffen, oder? Systematische Folterung von Kriegsgefangenen, Abu Ghraib, die haben sich das vom Kongress schriftlich genehmigen lassen, dass die Menschen foltern dürfen. Guantanamo Bay, das größte Verbrechen der westlichen Zivilisation seit dem Zweiten Weltkrieg, Menschen wie Tiere in Käfigen, seit 5 Jahren, keine Anklage, keine Beweise, nichts, nur Vorwürfe. Sack überm Kopf und verschleppt aus Afghanistan. Ihr seid Bestien, für euch gelten keine Grundrechte. Natürlich nicht. Es sind ja Bestien. Dann sagt mein Innenminister Dr. Wolfgang Schäuble, ihm sei von Folterungen in Guantanamo nichts bekannt. Ja, dem Mann können wir ja zumindest weiterhelfen. Ich schlage hiermit offiziell vor, Herrn Schäuble mal 5 Jahre lang in so einem Käfig einzusperren, meine Damen und Herren. Da machen wir eine neue Touristenattraktion draus, so eine neue Fanmeile, Public Schäuble Viewing. Ich meine das ernst, ich bezahle den Käfig und alles, was Herr Schäuble frisst. So viel wird das nicht sein. Und Sie können ab und zu vorbeigehen und sagen, na Herr Schäuble, haben Sie jetzt eine konkrete Erinnerung an die Spendenaffäre, oder müssen wir nochmal wiederkommen? Und wenn der Schäuble dann nach 5 Jahren in so einem Käfig immer noch nicht weiß, was Folter ist, ja, dann wollen wir auch nichts gesagt haben. Ne? Dann war ja alles prima.